Da guck ich, was du gemacht hast. Ich hab dir gleich gesagt, leg dich mit mir nicht an, ich kann Sudoku. Und außerdem ist es ja jetzt nicht so schlimm, dass ich ins Krankenhaus mischt, oder? Ins Krankenhaus? Du warst doch du zuerst wegen dem Autounfall. Ja, und da lässt der Dussel mich in ein indisches Krankenhaus bringen. In ein indisches Krankenhaus? Ja. Als ich aufs Klo musste und bin auf der Flur, da habe ich ein Schild gesehen. Toiletten am Ende des Ganges. Und ein ganzer Krach bloß, weil ich gesagt habe, ich hab so gern eine Prinzessin. Und was habe ich gekriegt? Ein Christbaum mit zwei Kugeln dran. Apropos Kuchle, kennst du eigentlich die drei Lebensphasen von der Frau Kuchle? Was? Mit 20, da sind sie wie Melone. Rund und fest. Zwischen 30 und 40, da sind sie wie Birne. Fest, aber leicht hängend. Und ab der 50 sind sie wie Zwiebeln. Wenn du hinguckst, kannst du heilen. Soll ich denn doch mal die drei Lebensphasen vom Männerteil erklären? Ja! Jetzt pass auf! Mit 20 wie eine Eiche. Stattlich und fest. Zwischen 30 und 40 wie eine Birke. Flexibel, aber zuverlässig. Und ab der 50 wie ein Christbaum. Wieso wie ein Christbaum? Ah, dort von der Wurzel bis zur Spitze. Und die Kuchle, die hängen da nur zur Dekoration. Du kannst wirklich keinen Mann glücklich machen. So, wie viel Zeuge soll ich dann bringen? Sag mal, wie trinkst du mich? Ah, wenn dann sonst. Eine Frau braucht einen Mann, der intelligent und humorvoll ist, der im Haushalt hilft und der ein guter Liebhaber ist. Stimmt's? Ja. Und das aller Wichtigste ist, dass sich die drei Männer auf gar keinen Fall untereinander kennen dürfen. Für 25 Jahre waren wir glücklich. Ja, und dann haben wir uns kennengelernt. Moin Rakit! Hast du mir zugewachsen? Na, da hast du auch dein Pulver noch nicht verschossen gehabt. Und du? Du hast immer zu mir gesagt, meine Sternschnuppe. Ja, früher, du warst mein Stern. Und heute bist du meine Schnuppe. Eigentlich mischst du so frei wie mich in den Himmel heben. Das will ich ja auch machen, wenn du wisst, dass du dran bleibst. Ich bin halt nicht her mit 300 Meter. Was wären dein Leben ohne mich, hä? Billiger, viel billiger. Seit ich die kenne, weiß ich, für was die Abkürzung Mode steht. Männer opfern die Ersparnisse.